Hierin sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, zu sagen Alhamdulillah, also hier übersetzt als der Lobpreis sei Gott, oder Afwan, der Lobpreis, Naam, der Lobpreis sei Allah. Alhamdulillah hat mich schon mal erklärt, was das eigentlich genau bedeutet. Lobpreis. Da dieses Wort Lobpreis für es oft ist es so, wenn man Leute fragt, was bedeutet denn Alhamdulillah, dann können sie zwar die Übersetzung hier wiedergeben, da es oft so übersetzt wird als Alhamdulillah, das Lob sei Allah, aber also eine genaue Vorstellung davon haben nur die wenigsten. Was bedeutet meine Aussage denn, das Lob sei Allah? Und warum wird das oft mit dem Tasbih gepaart? In vielen Adkar des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, sagt er. Subhanallahi wa bihamdihi. Adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshi. ومداد كلماتي الله تعالى ذاك وسبح بحمد ربك سبح تسبيح بحمد ربك الحمد naja, dazu noch mal gleich zu sagen, der Hamd, Alhamdulillah, يعني füllt die Waage. Zu sagen Subhanallah walhamdulillah, beide zusammen füllt der, wie gesagt, das ist von einem der Tradenten, der sich nicht ganz sicher ist, ob es tamla'an oder tamla'u war. Der arabische Wortlaut tamla'an oder tamla, der ist sich unsicher. Was zwischen dem Himmel und der Erde ist. طيب. Alhamdulillah, damit ist eben dieses Wort gemeint und hier ist nicht die Fatiha gemeint, wie manche vermuten. Alhamdulillah füllt die Waage. Hiermit ist nicht die Al-Fatiha gemeint, sondern einfach das Wort Alhamdulillah, diese Aussage. Alhamdulillah füllt die Waage. Das heißt, der Lohn, die Entgeltung für diese Aussage, für das Aussprechen dieser Aussage, bei vollem Bewusstsein und bei dem Bewusstsein über die Bedeutung dieser Worte und die Akzeptanz dieser Worte und das entsprechende Handeln entsprechend dieser Worte. Wenn nämlich die Rede von diversen Adkar im Koran oder der Sunna ist, dann ist nicht nur die Rede von Floskeln, wie wir schon im letzten Tag gesagt haben, Sinn und Zweck ist nicht, dass du einfach einen Lautsprecher imitierst, sondern Worte sind einfach nur Hüllen. Worte sind Hüllen. Du kennst das bestimmt aus der Küche. Es gibt diese Formen, Backformen. Ich hoffe, man nennt sie so, Backformen, in denen man dann eben diverse Sachen eingießt und die nehmen dann diese Form an. Diese Wörter sind auch nur Formen. Und in ihnen sind die Bedeutungen gegossen. Und wer nur die Form feiert und sich nur mit der Form beschäftigt, während er den Einguss vernachlässigt, der hat nicht richtig gehandelt. Der hat nicht verstanden, was eigentlich der Zweck dieser Formen ist. Genauso wie beim Kuchen. Wer sich nur Formen anschafft und sammelt und sie in seiner Küche stapelt, aber nie begreift, wozu sie eigentlich da sind, der braucht diese Formen gar nicht. Genauso
können wir sagen, so sieht es auch aus mit den Aussagen. Mit den Aussagen, zu denen wir aufgefordert sind, sie auszusprechen. Sie sind Formen. Deswegen in der Definition des Dhikr, wenn der Dhikr, das Gedenken an Allah Ta'ala definiert wird, wird es nicht damit definiert, dass es lediglich Aussagen sind, verbale Aussagen, die der Mensch nachspricht. Sondern es ist ein Akt der Zunge und des Herzens. Der Dhikr ist ein Akt der Zunge und des Herzens. Eine Aussage, die ihre Bestätigung im Herzen findet. Das ist der Dhikr. Das ist das Gedenken an Allah Azza wa Jalla. Und das Gedenken an Allah Azza wa Jalla wurde tatsächlich ins Lächerliche gezogen, wenn man manche Dinge sieht, die da gemacht werden, manche Veranstaltungen, die da getätigt werden, indem sie sich hinhocken in Kreisen und diverse Gesänge singen, seltsame esoterische Bewegungen machen, Mystik, was man auch als unter den Mystikern kennt, die als Sufis übersetzt werden. Ja, das ist kein Gedenken an Allah Azza wa Jalla, das kann man als etwas anderes bezeichnen. Die Menschen befriedigen sich damit natürlich, sie finden darin eine Befriedigung. Sie finden darin einen Spaß und Unterhaltung. Aber das ist kein Gedenken an Allah. Und wir sehen daher, dass das Wort, das Gedenken an Allah Ta'ala, sehr viel allgemeiner unter den Salaf verstanden wurde. Manchmal sehen wir, dass sie sagten, Da'una nadhkurillaha sa'a. Lasst uns Allah Ta'ala für einige Momente gedenken. Und aus was bestanden dann diese Sitzungen, indem sie sich ermahnten, indem sie sich erinnerten an das Auftreffen mit Allah Azza wa Jalla, an denen sie sich erinnerten, auf ihre Verantwortung, die sie gegenüber sich selbst, gegenüber anderen haben, und die Verantwortung, für die sie zur Rechenschaft gezogen werden, indem sie sich an Allah Ta'alas Gnade, seine Eigenschaften, seine Namen, seine Herrlichkeiten erinnerten. Das sind Formen des Gedenkens. Das heißt, das muss nicht einmal mit bestimmten festen, fixen Floskeln stattfinden. Es kann auch einfach der Inhalt sein. Alhamdulillah, dieses Wort ist einfach so schwergewichtig, wie hier aus dem Hadith zu entnehmen ist. Es füllt die Waage. Mit der Waage ist hier keine kleine Balkenwaage gemeint, wie wir sie in uns vielleicht, mittlerweile hat man sie gar nicht mehr, diese Balkenwaagen. Also diese klassischen Wagen mit den zwei Waagschalen. Aber hiermit ist die Waagschale am Tag der Auferstehung gemeint, die gewaltig ist, die enorm groß ist. Deswegen wird in einem Hadith erwähnt, in den Sunan, in dem über das Ausmaß und die Größe dieser Waage gesprochen wird, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, يُوضَعُ الْمِيزَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَوْ وُزِنَ فِيهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَوَسِعَتْ. Die Waage wird am Tage der Auferstehung aufgestellt. Wenn man darin Himmel und Erde wiegen würde, würde die Waage ihnen gerecht werden. Das würde da reinpassen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَتَقُولُ الْمَلَائِكَ يَا رَبْ لِمَنْ يَزِنُ هَذَا. Unser Herr, die Engel sagen zu Allah, unser Herr, wen soll das abwiegen? Yani die Menge der Handlungen, würde man die Handlungen des Menschen, die natürlichen Handlungen des Menschen und die er tut, seien es gute oder schlechte Taten, würde man sie verkörpern,
würde man sie verkörpern, in Körpern schaffen, um sie abzuwiegen, ihnen einen Wert geben, jeder Handlung einen Gewichtswert zukommen lassen, dann würde das viel zu groß sein. Und deswegen sagten sie, Leman Yasinu Hada, o unser Herr, wen soll das denn abwiegen? Wer soll denn damit gewogen werden? Was soll damit gewogen werden? Und dann sagt Allah Azza wa Jalla, fayaqulullah liman shi'tu min khalqi, wen ich möchte von meinen Geschöpfen. Das zeigt auch, das deutet darauf hin, dass die Taten selbst keinen Eigenwert besitzen, aber der Wert oder die Entgeltung nicht nach den Maßstäben der Gerechtigkeit, sondern nach der Barmherzigkeit und der Huld, der Gnade, der Gutmütigkeit Allah Azza wa Jallas bemessen werden. Deswegen gibt es ein Dua, das die Frommen oft wiederholen. Sie sagen, Allahumma la tuhasibna bi adlik, bal bi fadlik. Das so viel bedeutet wie, O Allah, rechne mit uns nicht entsprechend deiner Gerechtigkeit ab, sondern entsprechend deiner Gunst, deiner Edelmut, deiner Gutmütigkeit. Und aus dieser Perspektive oder aus dieser Warte betrachtet, kann man auch den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam verstehen, indem er sagte, لن يدخل الجنة أحد بعمله أو لن يدخل الجنة أحدا عمله. Keinen wird seine Handlung ins Paradies führen. Keiner wird mit seinen Taten in das Paradies kommen, da die Taten zum einen keinen Selbstwert haben, zum zweiten ist Allah Ta'ala nicht verpflichtet, zu nichts verpflichtet. Also zumindest können die Diener ihn zu nichts verpflichten. Drittens, in Betracht, wenn man den Vergleich anstellt zu dem, was sie bekommen, oder den Vergleich anstellt zu dem, was Allah Azza wa Jalla, wessen er würdig ist. Und wenn man diese dann in Relation setzt mit diesen Handlungen, die die Menschen getan haben, dann wird das sehr relativiert. Dann wird das sehr relativiert. Und deswegen sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, keiner wird von euch, keinen wird seine, yani die bloße Handlung, auch wenn sie eine Ursache dafür ist, das bedeutet nicht, dass die Handlungen unterlassen werden können oder dass die Menschen, die getan haben, geschuftet haben, gleich sind mit denen, die nichts getan haben und überhaupt nichts bewirkt haben. Sie sind eine Ursache, ja. Sie sind Allah Ta'ala hat sie zur Ursache gemacht, aber sie führen nicht dazu, dass du automatisch ohne das Machen Allah Azza wa Jalla sozusagen deswegen berechtigt wärst oder irgendwelche Ansprüche und irgendwelche Rechte hättest. Deswegen sagt er dann, und dann sagten sie, Wala ant, und auch du nicht, weil sie sehen ja, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam unter ihnen derjenige ist, der unnachahmbar ist in seinen Handlungen. Unnachahmbar in seinen Handlungen, in seinem Eifer und seiner Aufrichtigkeit und seinem Ernst und seinem Verantwortungsbewusstsein. Er sagte, Wala ana, illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Und auch ich nicht, es sei denn, Allahu Azza wa Jalla kleidet mich mit seiner Barmherzigkeit. Alhamdulillah, dieses Wort bedeutet, ja, ganz kompakt und kurz ausgedrückt,
das Anerkennen der absoluten Vollkommenheit Allah Azza wa Jallas und anzuerkennen, dass jede löbliche Vollkommenheit, jede löbliche Eigenschaft ihm zusteht. Das zu konstatieren, ist der innere Kern der Aussage Alhamdulillah. Gepaart mit Hingabe, Liebe und Zuversicht. Das ist die Bedeutung des Wortes Alhamdulillah. Und daher ist die Aussage Alhamdulillah alleine schwerwiegender als die Aussage Subhanallah alleine. Denn Subhanallah bedeutet einfach das Eingestehen der Transzendenz Allah Azza wa Jalla. Das heißt, dass er über deine sinnlichen Erfahrungen liegt, dass er frei von Mängeln und Makeln ist. Aber du schreibst ihm noch keine Eigenschaften zu. Du schreibst nur zu, dass er frei von Makel und Mängel ist. Aber auch das Nichts ist frei von Mängeln und Makel. Und eine Freiheit von einem bestimmten Mangel bedeutet nicht zwanghaft immer, auch mit dem Gegenteil der Vollkommenheit bestückt zu sein. Und dafür gibt es ein Beispiel aus der arabischen Dichterei, aus der arabischen Poesie der Jahiliyyah. Da sagt ein Dichter, وَقُبَيِّلَةٌ لَا يَغْدِرُونَ بِذِمَّةٍ وَقُبَيِّلَةٌ لَا يَغْدِرُونَ بِذِمَّةٍ. Mesh, inshallah, wird's mit der Zeit verständlich. Oder ich gehe noch ein bisschen darauf ein. Qubayla, mit diesem Beispiel vielleicht. Ein kleines Stämmchen, sagt er, ein kleines Stämmchen, das keinen Vertrag bricht. Ist es nicht eine Vorzüglichkeit, sich an seine Verträge und seine Versprechen und Abmachungen zu halten? Es ist eine Vorzüglichkeit. Weil wenn ich jetzt sage, der Dichter, wollte er denn tatsächlich dieses kleine Stämmchen, wie er sagt, das hört sich schon nach einer Verachtung an. Das hört sich schon nach einer Verachtung an, besonders wenn man den Kontext, den historischen Kontext betrachtet. Starke Stämme waren eine Ursache für Macht, Ansehen, Ehre, Ruhm. Und wenn man dann von einem kleinen Stämmchen redet, das hört sich schon nach Verachtung an, Verhöhnung und Spott. Deswegen, er wollte sie nicht loben, als er sagte, sie brechen überhaupt keine Verträge mit jemandem oder mit anderen Stämmen, Friedensabkommen oder sonst was. Sie brechen sowas nicht. Er wollte sie nicht loben. Normalerweise, wenn man sagt, wenn man jemanden eine negative Eigenschaft abspricht, denkt man, und so ist es auch tatsächlich im Koran, wenn wir negative Eigenschaften absprechen von Allah Azza wa Jalla, dann nur, um die Gegenteile, die Vollkommenheiten an ihrer Stelle zu bestätigen. Aber ich meine, so grundsätzlich jetzt mal außerhalb des Korans betrachtet, ist das noch kein Lob. Hier als Beispiel diese Strophe. Er wollte nämlich damit sagen, sie sind so minderwertig, dieser Stamm ist so minderwertig, so unfähig und machtlos, dass sie sich das gar nicht trauen können. Sie sind gar nicht in der Lage dazu, Verträge und Abkommen mit anderen zu brechen, weil sie unmittelbar danach die Folgen davon, die schwerwiegenden Folgen davon, verspüren würden und sie nicht verkraften können. Denn in der arabischen Jahiliyyah galt die Devise Man la yadlim yughlam. Wer kein Unrecht tut, dem wird Unrecht getan. Aber sie sind nicht in der Lage, überhaupt jemandem Unrecht zu tun. Weil es für sie eine Bedrohung wäre, die ihre Existenz, das hätte Folgen, die ihre Existenz bedrohen könnte. Deswegen, der Tasbih bedeutet einfach sozusagen ich sag's jetzt mal so, nehmen wir mal an, wir haben ein beschriebenes Blatt,
was voll mit negativen Sachen beschrieben ist, dieses Blatt wieder zu klären, das Blatt zu bleichen, damit du erstmal wieder ein weißes Blatt hast. Aber das weiße Blatt alleine hat noch keinen großen Wert, oder wenn das jemand liest, wird er nicht davon, er wird sich daran nicht ergötzen, er wird daran keinen Genuss empfinden. Ein weißes Blatt ist ein leeres Blatt. Der Hamd bedeutet jetzt, dieses Blatt voll zu schreiben mit den löblichen Eigenschaften Allahs, mit seinen Vollkommenheiten, mit seine Gerechtigkeit, seinen löblichen Namen und Eigenschaften, seinen schönen Namen und Eigenschaften. Das ist der Hamd. Und daher ist der Hamd herrlicher, größer, schwerwiegender als der Tasbih alleine. Als der Tasbih alleine.